Ja, moin moin, ich mache weiter mit einer neuen Folge Fallout New Vegas. Ich habe den Vault. Ich bin in den Vault gegangen, eigentlich nicht so spannend. Und da war eine Rebellion drin. Jetzt hat noch meine Gesundheit. Niemand mehr gelebt. Irgendwelche Monster drin. Aber wichtiger ist, irgendwie sind die von einer KI oder so gelenkt worden. Die wollten irgendwie mit Abstimmungen Macht wieder zurückholen oder so. Und ich bin jetzt da so. Bin ich so durch das Dorf der Auserwählten, ja, da können wir auftun. Herzlich willkommen. Setzen Sie sich bitte in den Sessel. Gleich geht es los. Könnte jetzt lustig werden, darum nehme ich das mal auf. Herzlich willkommen, Märtyrer. Wenn Sie jetzt hier sind, wurden Sie als Opfer dargeboten, damit es Ihrer Vault weiterhin gut geht. Vielleicht fühlen Sie sich im Moment traurig oder wütend. Eventuell haben Sie keine Enkel oder konnten nie eine frische Zigarre genießen. Aber marschieren Sie erhobenen Hauptes, Soldat. Und denken Sie daran, dass jeder von uns eine wichtige Rolle zu erfüllen hat. Die Rolle einiger Leute ist es, Kranke zu heilen. Andere haben möglicherweise einen Rennwagen oder eine Rakete zu steuern. Und einige von uns sind dazu bestimmt, ihr Leben für das Wohl aller zu geben. Natürlich macht das vielleicht nicht so viel Spaß, wie einen Rennwagen zu fahren, aber dafür ist es nicht weniger wichtig. Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit, um die Augenblicke Revue passieren zu lassen, die ihr Leben lebenswert gemacht haben. Denken Sie zurück an den Moment, in dem Sie Ihre feste Freundin zum ersten Mal geküsst haben, versteckt unter der Tribüne beim großen Spiel. Oder als Sie nachts ausgebüxt sind, um den neuen Film zu sehen, den Ihre Eltern verboten hatten, weil er zu gruselig war. Junge, hatten die recht. Und wer könnte schon den Moment vergessen, in dem er die Liebe seines Lebens getroffen hat? Was für ein Prachtstück. Das sind nur Beispiele. Spüren Sie dieses aufkeimende Gefühl in Ihrer Brust, wenn Sie an diese Dinge denken? Gut, das ist das Gefühl von Frieden. Sie haben ein großartiges Leben geführt. Ein Leben, bei dem der Weg das Ziel war. Aber das ist nur der Anfang. Schließen Sie jetzt Ihre Augen und stellen Sie sich vor, welche Freuden Sie im nächsten Leben, im Jenseits erwarten. Ups, ich stand mal auf. Gut. So. Jetzt geht's ab. Der haut rein. Oh, von zwei Seiten her. Die mag aber nicht so einstecken da. Da kann man so Powerwaffen. Das ist Killers in meinem Fall. So ist es. An der Seite ist Ruhe. Hmm.
Oh, die hat's nicht gemacht. Da geht's gerade alle miteinander. So schön, wenn du in diesen Raum bist gekommen. Unbewaffnet. Die hure arme Schweine. Heftiger Scheiß mit diesen Leuten, diesen Vaults angestellt. Unbewaffnet da reingeschickt worden. Ui, meine Kollegen sind nachher gekommen. Verklopft und denkt, geht's jetzt noch weiter? Okay, ich weiß, du kannst mich hören, also aufgepasst. Von uns sind noch 5 übrig. 5? Von... Oh, ich weiß nicht, wie viel. Es ist also vorbei. Wir haben geredet und es ist vorbei. Wir werden niemanden mehr in den Tod schicken. Also dreh uns das Wasser ab, töte uns durch Gas oder tu, wozu auch immer du programmiert bist. Aber wir werden dir nicht länger zuhören. Das ist die Serie. Sie haben sich entschieden, keinen der Ihren zu opfern. Sie können erhobenen Hauptes in dem Wissen weiterleben, dass Ihr Engagement für menschliches Leben ein glänzendes Beispiel für uns alle ist. Und um dieses stolze Gefühl zusätzlich zu versüßen, habe ich tolle Neuigkeiten für Sie. Ungeachtet anderslautender Aussagen wird die Bevölkerung von Vault 11 nicht als Strafe für ihr Ungehorsam ausgelöscht. Stattdessen wurde der Öffnungsmechanismus der Vault-Haupttür Sie können nun nach Lust und Laune kommen und gehen. Aber nicht so schnell. Fragen Sie vorher Ihren Aufseher, ob das Verlassen der Vault sicher ist. Für Vault-Tec hat Ihre Sicherheit oberste Priorität. Die Arschkarte gezogen. Jetzt. Ausgang. Der Vault ist wirklich am Arsch. Auf jeden Fall alle tot. Ich muss noch etwas auf, aber nicht. Haben wir das gemacht?
würde ja da ich müsste eigentlich für die Karawanenführerin die holen. Aber ich probiere es jetzt etwas für mich selber auch. Hat in eine eigene Karawane. Ah, die ist gar nicht hier. Andere Gebäude. Oh, er hat nichts Neues für mich. Hinten gar nicht, der Chef. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Pass. Ja, ja. Ich könnte, glaube ich, Waffen kaufen. Armeewaffen könntest du da reinziehen. Aber hier ist die, mit, die eine Karawane hat. Hallo. Wieder. Dich wird man nicht los. Wie eine schlechte Angewohnheit. Was geht dir durch den Kopf? Die wollen die Kasse die Karawane kaufen? Wissen die denn nicht, dass alles verbrannt ist? Nein. Ich bin trotz der aktuellen Lage nicht mal sicher, dass ich verkaufen würde. Selbst für den ganzen Whisky in Reno nicht. Die Mojave ist passiert. Ein Raider-Überfall mit ordentlich Feuerkraft. Kann kaum glauben, dass die kaminrote Karawane das nicht weiß. Wenn du also die komplette Kasse die Karawane kaufen willst, dann stehst du genau davor. Bin nur nicht sicher, ob ich verkaufen will. Wenn jemand zu dir käme und dir 1000 Kronkorken für deinen Namen bieten würde, würdest du sie nehmen? Weißt du was? Scheiß drauf. Ich will deine Antwort gar nicht hören. Wichtig ist nur, dass ich die Karawane zu dem gemacht habe, was sie ist. Sie gehört mir. Alice McLafferty, was? Nein, ich sehe die Nullen. Und ich weiß, dass sie dafür gerade steht. Aber es geht nicht ums Geld. Dad dreht durch wie ein Tornado, wenn er hört, dass ich unseren Namen verkauft habe. Egal für wie viel Knete. Schau mal, ich weiß, dass du den ganzen Weg hierher gekommen bist. Und heutzutage braucht man dafür ganz schön Antrieb. Fühlt sich einfach nicht richtig an, Geschichte gegen ein Stück Papier zu tauschen. Das ist ein gutes Argument. Ich hab bloß wegen der Karawanenfreigabe hier festgehangen. Und die Bar hat sicher auch genug von mir. Gib mir die Papiere. Ich setz meinen Namen drunter. Bringt nichts, an was festzuhalten, das nur noch Dreck ist. Alles klar. Bitte sehr, die Karawane gehört dir. Bin irgendwie erleichtert. Hab gar nicht gemerkt, wie viel ich mit dem Namen rumgeschleppt hab. Keine Ahnung. Vielleicht wieder zurück nach Westen gehen? Aber mit eingezogenem Schwanz zurückzukommen, das schmeckt mir nicht. Wohin? Nach Vegas? Hat schon genug Freunde von mir ausgesaugt und ausgespuckt. Nach Osten? Dann landen wir in einem von Caesars Lagern. Nein, danke. Zurück nach Westen? Ich kenne die große Runde und jeden auf ihr schon. Nur, dass ich jetzt eben pleite bin. Hab nie gemerkt, wie klein die Mojave heutzutage wird. Man findet kaum noch Orte, an die es sich zu gehen lohnt. Meiner Meinung nach hast du schon zu viele dabei. Ich könnte eigentlich meine wegschicken und sie mitnehmen. Der Gu hat mich nicht so... Pass auf. ...so gereizt. Die Frage ist jetzt... Das Problem ist, ich bin eh überladen. Soll mir recht sein. Hey, jetzt habe ich dem wieder das Ding weggenommen. Ich könnte echt etwas sonst verkaufen hier.
Robo behalten ich noch. Ich hätte wirklich gern mein Barrett. Ja. Wir schicken da hin. Noch ansprechen oder was? Was gibt's? Wenn Sie meinen. Geh doch da her. Dann mache ich mich mal auf die Socken. Jetzt lag ja 38. Ich muss mal mein Stuff noch dort herbringen, aber. Dich wird man nicht los. Wie? Nicht so gäbig für ihn und aus. Keine Ahnung. Ich hätte schon viel mehr Begleiter holen können, ich habe es nicht geschnallt. Mit dir los. Du suchst also jemanden, der durch die Mocke. Oh, haben wir eine Begleiterin? Wir können gerne Querfeld eingehen. Das ist kein Scharfschütz mehr jetzt. Wenn ich dir Whisky gebe, sauft sie sich sicher. Zeig mal, was du hast. Komm mal noch ab. Ich werde die eigentlich zurückbringen, oder? Verkaufen. Die legt das Zeug da. Okay. Keine Einschienenbahn zum Strap? Wo sollen wir denn unseren Freigang machen? In Freeside? Ich will Preise bekommen. Wieder da? Typisch. Was soll es diesmal sein? Spezial. Das. Zahlt. Wir verkaufen gescheiter in Vegas. Schau. Und dir mehr. Gut. Die RNK hat sich Nelson wiedergeholt. Vielleicht können sie diesen Krieg doch noch gewinnen. Aber warum leistet das jetzt an, liebe Dame? Verteilen wir mal die Ladung neu. Vegas. Sollte ich dann wahrscheinlich mal mein Hab und Gut auf Vegas arbeiten, jetzt 38. Aber dort ist es nicht so gäbig für in und aus. Ah, was ist da? Das kann ich mal nehmen. Mein momentanes Versteck, der kann ich gäbig rein und raus.
mit einmal schnell reise. In Vegas musst du nicht durch mehrere Tore durch. Zwei Aufträge sind da gerade zusammengekommen. Jetzt Lucky 38 abladen. Waffenaufsatz, den ich will. Vielleicht noch das eine oder andere Implantat will ich auch noch holen. Nelson wird uns ein Vorbild sein. Wir werden sind die Erde da. Rot mit dem Blut. Die RNK kann sich glücklich schätzen, ihre Unterstützung zu genießen. Sind da jetzt her? Willkommen zurück. Sehr gut. Gelegentlich kann es sich als profitabler erweisen, die Konkurrenz einfach aufzukaufen. Hierbei handelt es sich um so einen Fall. Wir hätten da tatsächlich was. Ein Prospektor kam vor kurzem hier durch und hat eine Menge Kronkorken für Vorräte ausgegeben. Bei näherer Betrachtung stellten sich diese Kronkorken als brandneu heraus. Das ist ein Problem. Wahrscheinlich kommen Sie aus der alten Sarsaparilla-Abfüllanlage. Gehen Sie hin, finden Sie die Kronkorkenpresse und machen Sie sie untauglich. Oh, ne echt? Was wollen Sie denn wissen? Sicher. Kronkorken nutzen sich ab und werden beschädigt. Einige Leute beharren sogar darauf, sie in Sprengkörpern zu verbauen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Vorkriegsabfüllanlagen zu durchsuchen und alle Pressen unschädlich zu machen. Wir haben wohl eine übersehen. Eine Menge kleine Sachen. Die Farbe auf dem Etikett, die Stanzung, die Art des Metalls, aus dem sie hergestellt wurden. Ich weiß natürlich, dass es gefälschte Kronkorken gibt. Glücklicherweise sind sie sehr aufwendig herzustellen, sodass ihre Zahl klein ist. Die Leute fälschen schon seit Urzeiten Kronkorken, aber immer nur im kleinen Maßstab. Eine Kronkorkenpresse hingegen ist etwas ganz anderes. Wir können nicht zulassen, dass die Massenproduktion von Kronkorken alles entwertet. McLeffert. T, tritt schon wieder Ärsche. Passen Sie bloß auf. Tja, jetzt, wo ich aus dem Outpost raus bin, frage ich mich, ob du was gegen den Umweg hast. Ich will das Ende der Cassidy-Karawane würdig begehen und danach sehen, wo meine Leute gestorben sind. Oberhalb von Vegas, habe ich gehört. Aber weil ich da gerade im Mojave Outpost festgesessen habe, konnte ich nicht gleich hin, als ich's gehört habe. Ist Wochen her seit dem Überfall. Ist wahrscheinlich inzwischen ein Cazador-Nest. Hab von Rangern gehört, was passiert ist. Müssen über genug Trümmer gestolpert sein, um sie zu identifizieren. Ist wahrscheinlich nur Wunschdenken meinerseits. Wenigstens können wir ihnen die letzte Ehre erweisen. Ich habe ihnen das eingebrockt. Wenigstens das schulde ich ihnen. Danke. Ein Teil der Karawane ist nur noch Asch. Wenn ich dabei bin, sollte es leicht zu entdecken sein. Dann ein Geschenk von meinem Dad mit meinem Namen. Rose of Sharon Cassidy.
Mom meinte, er hatte den Namen aus einem Alte-Welt-Buch über irgendwelche Pilger. Klingt trotzdem niedlich. Jedenfalls ist der Anhänger eine kleine Rose. Dachte erst, es wäre eine von Moms Stammeshalsketten, aber nein, das kam von Dad. Du weißt schon, so Stämme wie im Osten. Hier im Westen gibt's die auch, aber die RNK treibt sie zusammen und domestiziert sie. Mom kam von östlich des Colorado. Keine Ahnung, welcher Stamm. War noch, bevor Caesar die Stämme eingesammelt und zur Legion gemacht hat. Sie ist ewig gelaufen, bis sie über meinen Dad gestolpert ist. Der hat sie überzeugt, nicht mehr zu laufen. Zum Glück war er ein ziemlich geiler Bock. Hab Mom nie danach gefragt. Sie hat sich nie über ihn im Bett beschwert. Erst als er weg war, hat sie gemault, dass es ihr nicht mehr besorgt. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Als ich klein war, ging er nach Osten und kam nie wieder. Klingt nicht nach ihm, seine Familie im Stich zu lassen. Das Warten hat Mom umgebracht. Aber sie musste mich ja großkriegen. Hat so lang durchgehalten, bis ich alt genug war, mich für Jungs zu interessieren. Dad hat sich wohl verlaufen oder ist gestorben. Passiert. Und ich weine mich deshalb nicht in den Schlaf. Heb dir das Glas dafür eine Heulsuse auf. Keine Ahnung. Als er ging, war ich noch zu klein, um zu verstehen, warum. Und als Mom starb, zu hormongeladen, um zuzuhören. Hab seinen Namen, seinen Anhänger und das war's. Ich bin auf die Schule der knappen Kronkorken gegangen. Muni ist teuer, also muss jeder Schuss zählen. Und mein Dad war ein echter Meisterschütze. Da will ich dem Familiennamen alle Ehre machen. Nicht aus Stolz, sondern als Zeichen meines Respekts. Dynamit braucht man, wenn einem die Kugeln ausgehen, man einen Pass räumen oder die Geckos von der Karawane vertreiben will. So ein Wirbelsturm aus einer Kluft kann einen Pass ratzfatz blockieren. Also lernt man, mit Pulver umzugehen, um nicht wegen sowas unnötig festzusitzen. Auf jeden Fall schieß ich lieber, wenn's Ärger gibt. Keine Sorge, wenn's hart auf hart kommt, dann übernehme ich schon meinen Teil. Meinst du Speere und so? Nee, keine Ahnung davon. Mom war zwar eine Stammesangehörige, aber sowas hat sie mir nicht beigebracht. Na schön. Gott, es ist ja fast nichts mehr über. Sieht aus, als ob jemand auf Blut aus war. Der Großteil der Ladung ist nur noch Asche. Nicht verbrannt, eher disintegriert. Beim Bericht dachte ich, dass sie mit Asche verbrannt meinten. So dicht an den Mauern von Vegas. Das ist noch am schlimmsten. Muss aber tagsüber passiert sein. Sie hatten kein Lager aufgeschlagen. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie darauf gehofft, dass die Karawane geblendet ist. Vielleicht haben sie im Hinterhalt auf der Lauer gelegen. Wir sollten den Wagen überprüfen. Vielleicht haben sie nicht alles mitgenommen. Alles, was wir finden, gehört dir. Das Mindeste, was ich tun kann, wenn ich dich schon hier rausschleppe. Das, was meiner Karawane passiert ist, scheint nicht das erste Mal gewesen zu sein, von dem ich gehört habe. Eine unserer Karawanen ist vor ein paar Monaten überfallen und auch verbrannt worden, zusammen mit der Ladung. Ich frag mich, ob er den gleichen Fehler gemacht hat und die Karawane auch mit Energiewaffen überfallen wurde. Ja, ist aber ziemlich weit ab vom Schuss. Ein Riesenumweg.
Bist du sicher? Geht klar. Lass uns losgehen. Diese Karawane wurde von noch mehr Energiewaffen erwischt. Die Mörder haben alles mitgenommen. Das Gemetzel sieht nach Bruderschaft aus. Aber die macht sowas nicht. Hierfür gab es mit Sicherheit ein Motiv. Sehen wir uns mal etwas um und schauen, was wir finden können. Vielleicht ist was in den Trümmern. Was ist denn das? Schau dir mal die Karte an. Das ist die Route westlich von Vegas und da ist noch ein Punkt markiert. Da drüben, in der Senke. Das ist doch verrückt. Mitten im Nirgendwo. Ja, irgendwas stimmt nicht. Das spüre ich. Ist nicht dichter dran als vorher. Wenn du lieber nichts machen willst, lass es mich wissen. Geht klar. Noch eine Karawane, verbrannt. Aber hier hatte jemand ein Lager aufgeschlagen. Und niemand hat von diesem Angriff gehört. Sehen wir uns um. Hier ist doch was faul. Das war's. Das ist alles, was wir brauchen. Die kaminrote Karawane und die Van Graffs. Sie stecken hinter dem Abfackeln dieser Karawanen. Und dafür werden sie bezahlen. Ich hol mir extra Muni, ein paar Flaschen Whisky und dann zeige ich denen, wie Kesse die Rechnungen begleicht. RNK? Hast du den Verstand verloren? Das könnte Jahre dauern. Und durch den Krieg mit der Legion haben sie keine Zeit, sich um die kaminrote Karawane und die Van Graffs zu kümmern. Geht klar, wenn du bei den Van Graffs und Alice nachbohren willst. Aber wenn ich eine von beiden in deren Lager sehe, dann fliegen die blauen Bohnen. Ganz egal, was du sonst noch findest. Na schön.